Hallöchen zurück zu The Forest. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hier wird weiter gebaut. Das war's. Gronkh und Sarazar sind am Start. Yo, ja. Bitches. Und weil wir vorproduzieren müssen, sind die Folgen ein bisschen kürzer. Diese hier ist jetzt eine Minute lang. Bis später. Tschüss. Was macht ihr eigentlich Silvester bis so? Bis zur nächsten Folge. Silvester ist doch schon längst durch. Nee, das ist noch nicht durch. Ich habe das letzten berechnet. Das müsste jetzt sein. Oder ist es durch? Nee, ist durch. Dann diese Folge müsste am 3. kommen, oder? Hast du das nicht gerade noch eben berechnet? Das stimmt. Was habt ihr denn Silvester so gemacht? Das heißt, die letzte Folge, wo ich gesagt habe, 2017, das kam ja eigentlich so hin, ne? Also frohes Neues erstmal. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ganz frohes neues Jahr. Mögen alle eure Vorhaben in Erfüllung gehen. Nee, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, was ich hier berichte. Ich kann nicht mehr so reden. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, was... Also wenn jetzt gerade 2017 sein wollte, dann frohes Neues. Wenn nicht, dann frohes Altes. Könnte sogar am 1. Und guten Rutsch. Ist die vielleicht gerade. Was habt ihr denn Silvester gemacht? Schreibt doch mal in die Kommentare. Vincent Raven. Ja, was? Oh, es ist schon wieder spät. Der tickt schon wieder ab. Ist schon wieder spät. Jetzt geht's wieder los hier. Ich bin auf den Stimmbruch gerade gekommen jetzt. Ja, der braucht ja manchmal die Pflegerin. Ich will die Bäume jetzt die alle weg haben. Ich weiß nicht, warum. Ich gehe da gar nicht drauf ein. So. Okay, warte. Baumfeld! Ja, auf jeden Fall mal ganz ernsthaft jetzt wieder hier. Also einiges hingekriegt, einiges geschafft. Es sind nur noch 44 Lots und dann haben wir endlich das Grundgestell von diesem epischen Bauvorhaben bereit. Das bedeutet, es ist gar nicht mehr so viel Arbeit. 44 nur noch, das dauert ja ewig. Ey, wir sollten mal eine andere. Wir gehen mittlerweile einen ziemlich weiten Weg auch, Alter. Ja, jetzt ist aber. Oh, geil, hier ist ein Lurch. Jetzt ist, glaube ich, eh zu spät, das zu wechseln. Ey, wir sollten so viele Loks. Da oben gehen. Pass auf, wir machen jetzt. Okay, ich trage die ein Stück weit und dann trägst du den Rest des Weges. Ey, du trägst die erstmal hier rüber und ich probiere mal hier in der Nähe wieder ein bisschen was umzufällen. Okay, warte, ich trinke nochmal schnell was. Ist doch sinnvoller, als wenn wir da immer 8 Kilometer gehen. Warte, weißt du, was ich meine? Ja, ich habe erstmal was getrunken. Mist, ich muss aber dauernd was essen. Fällt da hinten keine Bäume mehr, das ist zu weit weg. Alles. Nö. Ich wollte die Bäume da hinten eigentlich alle weg haben, aber na gut. Ja, dann gehst du ja. Vielleicht machen wir das irgendwann just for fun. Einfach alle Bäume fällen. Natürlich, ey. So, nochmal ganz kurz Feuer. Wir Folgen brauchen. So. Was hast du denn Silvester so gemacht? Weißt du es schon jetzt? Boah, ja, geil. Es war auf jeden Fall, diese Sache, die ich gemacht habe, war total geil. Da sind Dinge passiert, also mit denen hätte ich auch gar nicht gerechnet, muss ich zugeben. Das war schon sehr cool. Nichts geplant gehabt und es war trotzdem ein super Silvester. Ja, also wie das funktioniert hat, diese Sache, die nicht geplant war, das war echt mega gut. Und so ein gutes Silvester gehabt, so einen guten Rutsch gehabt, das war einfach toll. Eigentlich ist es auch immer so sinnlos, weil alle Leute versuchen, so einen super Abend zu haben, weil es ja das neue Jahr ist, wird es meistens nie einer. Ja? Also meistens nie, manche sind davon echt cool, aber nicht alle. Man kennt das, man kommt auf eine Party, ist völlig überfüllt, man steht erstmal 3 Stunden in der Schlange, Silvester. Ist in der Warteschlange eingeläutet worden oder was weiß ich was. Da gibt es ja einige Sachen. Oder am Ende wird man doch verprügelt, vom Auto überfahren. Was hast du für Silvester? Ja, das ist schon passiert. So, übrigens, das Essen auf dem Feuer, ne? Ich habe uns Essen gemacht. Falls du Hunger hast, da liegt was auf dem Feuer. Geil, danke dir. Das ist sehr liebevoll. So, ja, aber es ist ja immer so bei Silvester. Also, zack, zack, zack. Denn oft höhere Erwartungen reingeprescht. Als dann Silvester als Kind war einfacher, weil da war die ganze Böllerei und so noch faszinierend, aber irgendwann hat einem das voll gelangweilt, ne? Also irgendwann warst du so, ach ja, Böller und so, ja, Pipifax, ne, und Pipapo. Weiß ich nicht. Ich habe kaum Böller in die Luft gejagt, dieses Jahr Silvester, weiß ich jetzt schon. Nee, ich habe dieses Jahr gar nicht geböllert. Ich habe mir auch gar keine gekauft, das weiß ich jetzt schon. Wie geil das Zukunftsspiel ist. Nee, aber ich habe das schon. Also ganz ehrlich, so Böller und so, fasziniert dich das noch? Also bist du so, oh geil, Bombenschlag. Ja, so. Nee, es ist schon ganz lustig, aber es ist nicht mehr so wie früher. Nee. Ist aber einer, der hat explodiert so. Weißt du, ab 18 natürlich hat sie mit 13 in der Hand die Dinger. Ja. Einmal richtig einer, so ein kleiner AB in der Hand explodiert. Alter, das ist gezwackelt, ey. Mir ist mal ein Böller, hat ein Kumpel von meinem Bruder damals geworfen, als ich noch kleiner war, und der ist in der Nähe meines Ohres explodiert. Und ich schwöre, ich habe 2 Tage lang nur Piepen gehört. Und ich dachte, das hab ich auch. In der Hand, den wollte ich ja gerade werfen, der ist mir dabei explodiert. Au. War super Zeit. Ja, das tat gar nicht so weh. Also meine Hand war nur voll taub. Ach so, hat der Körper die Hand schon abgeschrieben quasi? Ja, das war aber nur ein China-Böller A oder B, also kein dicker Bombenschlag oder irgend so. Also macht's bitte nicht nach, liebe Kinder, wenn ihr so ein Ding in der Hand explodiert, kann auch deinen Finger mal eben weg. Gronkh, warum animiert ihr die Kinder dazu, von Böllern getötet zu werden?
Ich bin Sarata, Mann. Ja, klar. Hallo, Sarata Kinder. Slytherin. Hallo, Kinder. Kauft Polenware, die ist günstiger. Ja, auf jeden Fall. Und im Notfall einfach einen kleinen Waffenexport aus Russland oder so. Genau. Ich habe früher mal Folgendes gemacht. Es war immer so, am 1. Januar hat es immer geregnet, so wie hier gerade. Es hat immer geregnet am 1. Januar. Und dann bist du losgezogen als kleiner Steppke und hast überall die Böller, die nicht hochgegangen sind, hast du gesammelt in so einer Tüte und dann später auf der Heizung getrocknet. Was im Nachhinein gesehen echt nicht schlau war. Aber es hat immer funktioniert. Boah, geil, den Trick hatte ich ja noch nie am Start. Was sagst du hier für so einen Scheißtrick? Das kannst du echt nicht sagen, Mann. Was? Wieso? Das ist total der üble Insider. Das machen jetzt wirklich die Kids, Mann. Ich hab das früher halt immer gemacht. Ja, tolle Idee, ey, tolle Wurst. Hast du nicht gemacht? Das ist so einen richtigen Tipp gegeben für so Kids, warum die Böller, also ich will die herkriegen, ey. Hast du das nicht gemacht? Nee, sowas hätte ich doch niemals gemacht. Ja, klar. Ja, klar. Oh, wie geil das war, Böller, ey, so mit 13, 12 oder wenn du so das erste Feuerwerk, heute siehst du so Feuerwerk rein, denkst du auch kurz cool. Ja, früher hast du aber auch mit den Böllern immer so in Erdhaufen, ich sage Erdhaufen, manchmal auch andere Sachen, also irgendwas hochjagen und sowas damit, das war halt cool oder so, ja, in Dosen oder sowas packen. Da hast du ja ausprobiert, Ladykracher, sind natürlich nein. Mega Ladykracher, was denn? Ladykracher? Ladykracher in der Cola-Dose und sowas, einfach, du hast ja diese ganzen Experimente gemacht, einfach, was kann ich damit am besten... Was passiert denn? Was sind mit den Baumstämmen eigentlich? Die kleinen mit der, in der Reihe, die explodiert sind immer, oder was? Genau, diese ganz kleinen roten. Die so ja, eigentlich die waren eher süß geil. Sind. Mit denen habe ich manchmal Regenwürmer weggeschminkt. Was? Das stimmt tatsächlich, ey. Da war ich aber noch jung. Boah! Weißt du, jetzt bin ich auch noch so ein Kind. Boah, Kinder sind so grausam! Die gehen ja weiter, die Regenwürmer, Mann. Da habe ich mir gedacht, das ist ja nicht schlimm. Ja, wir haben nämlich früher beigebracht bekommen, wenn man Regenwürmer in der Mitte durchschneidet, dann sind es zwei. Und dann hast du als Kind da gesessen, weil du hast ja das Konzept von Tod, verstehst du ja gar nicht, ne? So, oder so Schmerzen oder sowas. Dann hast du mit der Schere gesessen, so, jetzt habe ich zwei gemacht. Ja, das ist echt so, das habe ich mir dabei gedacht. Ja, und dann fühlst du dich als Kind noch schlauer und denkst dir, ja, wenn zwei gehen, gehen auch drei oder vier. Und dann hast du Regenwurm-Konfetti, aber irgendwie bewegt sich das nicht mehr so richtig. Ja, genau so. Aus 1 macht 2, Alter. Ich erhöhe hier die ganze Population. Ich weiß nicht, also ich möchte meinen Kindern später nicht beibringen, irgendwelche Tiere in zwei zu schneiden. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das werdet ihr bestimmt mal machen, irgendwas. Irgendwas, irgendeine Scheiße, macht sie mal halt. Ja, ich habe ja früher auch mit der Lupe Ameisen gegrillt und so ein Scheiß, was man als Kind halt. Ja. Nee, die habe ich immer gefangen und so kleine Mini-Terrarien mir gebaut. Ja, das ist auch cool. Aber immer gestorben. Das ist auch cool. Weil da war ja keine Königin drin oder so. Aber so eine Ameisenfarm finde ich faszinierend, ey. Bin jetzt echt kein Fan von Insekten, aber Ameisen finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja, das stimmt. Das sind auch ziemlich coole Insekten, muss man einfach sagen. Ja, mit ihrem Alter, Volk. Wir fangen mit dem Dach an. Warte, was? Das Gerüst ist fertig, es fängt das Dach an jetzt, Mann. Ach cool, ja, geil. Ich habe gerade einen Lurch gesehen. Entschuldigung, ich war gerade eben auch kurz abgelenkt. Ja, Ameisen brutzeln mit der Lupe oder mit der eigenen, man hatte damals, als Kind hatte ich eine fette Brille, so eine richtige fette 80er Brille, so wie eine Bill Gates halt, ne, der hatte auch so eine riesige Brille, so eine hatte ich halt, auch mit starken Gläsern. Und mit der konnte ich dann Laserstrahlen aus der Sonne zaubern. Alter. Ich kann nicht mehr hören, den Gregor. Was? Kannst du mich nicht mehr hören? Oh. Was denn? Ich glaube gerade ist der Gregor Onk hier weggeflogen. Ich höre dich, ich glaube dein Connect ist der weg. Der Host ist not responding. Dein Connect ist weg. Sarah, hörst du nein. Mich? Nein. Wir haben so lange nicht gespeichert. Wir haben so lange nicht gespeichert, liebe Freunde. Und ich glaube, der Gronkh fliegt gerade raus. Ich probiere jetzt noch meinen Style zu saven irgendwie. Was hat denn der da hinten an der Hose? Der Charakter vielleicht gespeichert wird, wenigstens, solange der Host not responded, weil ich werde jetzt auch gleich jeden Moment rausgekickt. Probier's. Komisch, ich höre den Sarah aber noch. Ich glaube, er respondet nicht. Ich glaube, jetzt ist der Connect weg, entweder mein oder seiner. Ich weiß es nicht. Ich gehe kurz speichern. Wenn ich mich nicht irre und ich melde mich in wenigen Sekunden. Zu. Walle? Huch! Oh nein, er ist wieder da. Walle, was ist los? Ist er da? Was ist los? Am Discord? Hörst du mich? Hallo? Sprachchat verbunden. Hallo? Mein Sprachchat ist verbunden. Walle, was ist los bei dir? Ich geh weiter in die Baumstämme. Ich werde jetzt eine Spezialfolge draußen und moderiere einfach, was der Gronkh da macht. Der hört mich auch gar nicht mehr. Hey, Walle, hörst du mich? Ich fällt gerade auf. Ich stehe vor ihm. Ja, und sagt jetzt hallo, redet wahrscheinlich auch mit mir, ja. Walle, hast du deinen Discord gecheckt? Alles gut. Ist es abends gefallen? Also ich glaube, du hast den Connect verloren. Bei mir ist Sprachchat noch verbunden.
Ja, Saratza, was ist da los? Oder wollen wir jetzt nicht? Wie geil ist das denn? Wir sind mal in die Folge gekommen. Okay, warte, dann muss ich beim Discord aber disconnecten ganz kurz, sonst höre ich immer ein Echo bei dir, weil ich habe dich die ganze Zeit noch gehört. Bin ich nicht mehr in meinem Discord-Raum? Ich glaube, du bist geflogen. Nee, bei mir ist Sprachchat verbunden auf jeden Fall. Also ich bin noch drin. Ich habe dich auch die ganze Zeit noch weiterreden gehört. Okay. Echt? Meine ganz tolle Moderation ist drin. Oh, jetzt hörst du mich nicht mehr, weil ich den Baumstamm trage. Hörst du mich noch? Nee, ne? Hallo? Dann muss ich da noch ein Discord. Ah, warte, ja, jetzt, ich musste das Mikro wieder aktivieren, weil ich hier Logs noch trage. Ich höre dich hier nur über Discord gerade. Ah. Also du kannst mich über Discord hören, das ist schon mal gut. Dann kannst du mit Walkie-Talkie zu mir reden. Genau. Die ich jetzt zugelabert habe. Nö, war sehr lustig. Ich hab dir auch auf den Arsch gehauen, auf deinen blutenden roten Arsch. Das war auch sehr lustig. Ich dachte, du merkst es. Dann kannst du das mit Hörern sogar. Achso, du brauchst das Walkie-Talkie gar nicht, ne? Sonst habe ich immer so ein Echo drauf. Ja, so, ich hab's weggemacht. Ah, super, perfekt. Du hörst mich aber trotzdem noch real, ne? For real. Ich hör dich noch real, Alter. Richtig real. Also wir machen auf jeden Fall jetzt noch das Ding fertig, würde ich sagen. Okay, krst, over. So. Over. Alles klar, hier hinten sind noch ein paar Baumstämme. Wir haben die Plattform fast fertig gemacht. Alter, das war wirklich ein Mammutprojekt. Super. Und das haben wir einfach in einer Folge jetzt nochmal durchgestampft. Denk dran, dass das Walkie-Talkie mal wieder die Hand nehmen muss, ne? Oh. Ja, Entschuldigung, habe ich natürlich wieder vergessen, weil immer, wenn ich Baumstämme aufhebe, legt das weg. Ist total dämlich. Ich wollte gerade sagen, wir haben diese ganze Plattform jetzt in der Folge echt noch durchgestampft. Was ist los? Alter, mega. Und dann noch eine Special Walkie-Talkie-Episode, ey. Was will man mehr? Und mir landet noch ein Vogel auf der Hand. Boah, Alter, du machst Sachen, Saratza. Du machst einfach Sachen, du erlebst da die Dinge. Okay. So, ich muss einfach nur bei deinem Charakter lachen, auch wenn er sich so bewegt und so. Das sieht so dämlich aus, manchmal. Was soll das denn heißen? Ich bin ein Diplomant. Oh, gerade war jetzt schlechte Connection. Ich hab mein Diplom gemacht. Was? Schlechte Connection? Diplom. Ja, du bist auf jeden Fall viel, viel leiser jetzt als ich, ne? Das ist ein bisschen kacke. Okay, wenn ich so rede, hörst du mich dann besser? Nee, scheiß drauf. Du kannst mal, gib mal eher als Walkie-Talkie. Okay, so vielleicht. Hörst du mich jetzt besser? Hier sind da noch zwei Loks, Alter. Hörst du mich so jetzt besser, wenn ich lauter ins Mikrofon rede? Saratza, hörst du mich? Saratza, bitte melde dich. Donnerfalke sucht Atemstrahl. Donnerfalke ruft Atemstrahl. Bitte melden. Atemstrahl. Atemstrahl, Frequenz 102,4. 102,8. Roger Z. Roger Z. Over. Do you copy? Do you copy? I repeat. Atemstrahl, do you copy? Atemstrahl, so. Das ist so geil. Schön. Das doof ist, ich kann das Feuerzeug jetzt nicht anmachen, weil der Saratza mich ja sonst nicht hört. Das sieht so aus, als würde... Ach ja, genau, Feuerzeug. Was bist du? Ist ja Nacht geworden. Ja, das bist ja du. Okay, hier hinten ist schon... War gerade so ein Lurch am Sprinten. Ja. Ey, wir brauchen echt nur noch 6 Loks, Alter, ne? Boah, geil. Dann ist das Ding fertig. Das Plateau. Geile. Geh ich da nie wieder runter, ey. Ne. Ich brauch noch nichts mehr drauf. Das bleibt nur das Plateau. Ich find's cool, wenn mit der einen Hand die Axt schwingt. Der ist so stark einfach. Oh, wir kriegen wieder Besuch. Oh. Vorsicht. Der kleine Penis. Da. Der hat ja einen Samurai aktiv gemacht. Der lacht wieder. Geil. Weißt du, was mir da einfällt? Was denn? Weißt du noch, der Lachende? Der Lachende, ich am Mann. Boah. Oder der Typ, der auf dem Stein gestorben ist. So der Notgeile? Jetzt, der so Notgeile war cool. Notgeile. So, da muss ich aber gerade mal... Notgeil ist auch so ein witziges Wort. So, ja, der war ja wirklich ein bisschen, also der... Ich finde, das sollte das Jahr Wort 2017 werden. Notgeil. Ah, Lurch. Ah, Lurch, so. Sagt er. Ja, geil, da war gerade ein Lurch am Baum, ja, ich habe fett weggeschnitzt. Notgeil soll das Wort 2017 werden. Du so, ah, Lurch. Lurch ist für mich das Wort 2016 auf jeden Fall. Oh nein. Aber das war schon 2015 vielleicht. Vorsicht, da ist noch irgendwo einer. Rein. Dann sind wir fertig, Mann. Da ist noch einer. Hat angegriffen. Ich glaube.
Oh, oh, ich glaube, ich muss. So, cool. Ich finde es cool, dass er seine eigene Neonlampe dabei hat. Wo springt denn der hin, der Idiot? Was macht der denn hier? Jugend trainiert für Olympia oder was? Will er wieder abhauen? Ey, Hackenschorsch, komm mal rüber! Yeah! Pam! Deine Mutter riecht nach. Du hast gar keine Mutter! Entschuldigung. Was, das ist bestimmt eine. Das war aber auch sein Bruder. Hä, hey, ich treffe ihn gar nicht mehr. Oh, Alter. Alter. Oh, 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 ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nein! Nein! Gregor, nein! Okay, du musst mir schnell helfen. Nein. Oh, oh. Ich muss rennen für den Down. Alter, Fall. Lass mich nicht zurück! Ich komme nicht holen. Kann ich dich wiederbeleben noch? Ja, ja, klar, ich hab noch ein bisschen was. Warte, bleib da liegen. Und das war so eine Baufolge, wie low ist das denn? Da nein! Boah! Jetzt wäre ins Wasser hinterher. Oh, der hat mich beinahe umgebracht. Ich habe kein Leben, nichts mehr. Ich muss Snack essen. Irgendwie das Leben wieder auffällt. Ich komme gleich zu dir, Alter. Oh, ja, lass dir nicht zu viel Zeit. Du legst da das mit dem Walkie-Talkie gerade. Muss man sich mal geben. Ja, ja, ich atme da auch noch rein, so. Ich bin halb tot, aber halte noch das Walkie-Talkie. So. Ich komme nicht holen, aber ich habe noch ein Leben und ich habe kein Medikament, verdammt. Oh, okay. Und ich habe mich beinahe gerade selber im vergifteten Wasser umgebracht. Ich Vollidiot. Wie kann ich denn jetzt hier irgendwas tun? Oh oh. Du hast das Leben gegeben, ich komme. Um dich zu retten. Oh oh, ich weiß gar nicht, wie du mir jetzt helfen kannst. Ich glaube, das geht um Medikamenten, oder? Scheiße, das wäre natürlich übel. Probier mal aus, bist du da? Ah. Wo bist du denn? Oh, geil, danke dir. Du liegst. Ja, super, ey, was für ein Glück, ey. Habe ich noch Medikamente? Das war eine gefährliche Überraschung. Boah, das war auch krass. Gerade da, wo wir das Ding fertigstellen wollen. Boah, hat mich aber gerade kalt erwischt, muss ich sagen. Hat mich echt... Hier sind zwei Loks noch. Na, ich bin gerade von den Toten zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob ich dich vielleicht auch getroffen habe. Hm? Ja, das kann sein. Das war so im Eifer des Gefechts alles. Ich versuche immer so... Der eine kam halt von hinten, das war das Problem. Ah, okay. Und damit kennst du dich ja eigentlich aus. Normalerweise schon, aber da bin ich festgeschorft. Da habe ich mir auch Lurchhaut schon mal in die Kanüle gestopft, damit das nicht so reibt immer. Redest du wieder nicht richtig wahrscheinlich, ne? Du hast wieder Kuh nicht bereit. Hallo Sarazar. Scheiße. Jetzt hast du die ganzen guten Witze nicht gehört. Oh, ist fertig. No. Ich hab's fertig gemacht, alleine. Okay. Oh. Alter, gehen wir jetzt einmal hoch, komm. So, geil. Ja, das Problem ist, ich kann kein Feuerzeug anmachen. Weil ich ja... Muss ich mal speichern, Alter. Ja, ja, das muss ich... Muss ich gleich nach der Folge machen, weil sonst schmiert die Aufnahme wieder ab. Das hat man ja schon mal. Boah, das ist aber schon... Ich bin froh, dass wir das gebaut haben, weil wir haben so viel Platz da drin. Alter, oder? Das ist schon amtlich. Da brauchen wir gar nichts mehr. Das ist schon sehr amtlich. Und vor allen Dingen können wir von hier... Alter, guck mal, wir können von hier direkt ins Loch gucken. Das sieht echt ein bisschen aus wie... Es sieht aus wie ein Anus. Sagen wir doch nichts. Machen wir uns nichts vor. Das sieht aus wie ein Anus, der hier vorne vorgedehnt ist und da unten. Oder das Innere einer Spritze. Sagen wir das Innere einer Spritze. Ja, das Innere. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir hier so ein Plateau sogar offen lassen, so als Terrasse, wo wir grillen, essen und all sowas? Ja, grillen und essen, klar. Dass wir nur den hinteren Bereich hier so zumachen, weißt du, so. Als Haus. Da können wir später, ich meine, wir haben ja noch ein paar Folgen Zeit, da können wir später noch ein Plateau machen, einfach als Dachterrasse oder sowas. Vielleicht oben drauf eine Dachterrasse mit Treppe. Da müssen wir gar nicht mehr oben da abchillen. Wir machen eine Dachterrasse mit Treppe, Alter, das machen wir. Hier voll übertrieben. Ja, geil. Bin ich begeistert. Ja, finde ich gut. Machen wir einfach. Also, doppeltes Stockwerk sollten wir hinkriegen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, über die Zeit natürlich. Nicht sofort in der nächsten Folge oder so, sondern über die Zeit. Willst du mich verarschen? Ich baue hier kein doppeltes Dings. Hä, du wolltest doch eine Dachterrasse haben. Das ist ein doppeltes Stockwerk, Mann. Ja. Ja, na klar. Ja, aber die baue ich da an. Hier zum Beispiel können wir noch eine Dachterrasse machen. Ja, doch nicht da. Hier, wir machen hier Wände drauf. Also, wir brauchen noch mal oben drauf. Wir brauchen doch hier ein Dach und stattdessen machen wir eine Dachterrasse, Alter. Geniale Idee. Ja, das ist der mega Shit, Alter. Genial. Das hat man so noch nie gesehen. Geniale. So, wie sieht's denn aus? Okay, ich würde sagen, wir essen mal was. Oh ja, ja, das ist eine gute Idee. Nur noch zwei Snacks, Mann, verdammt. Nee, ich mach Lurch oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Nur falls grillen wir den Typen, der gerade rumgelaufen ist, der mich fast umgeklatscht hat. Weil wir müssen irgendwas essen und wenn es Füße sind. Hey Kinder, Füße sind lecker. Milka, kleine Füße. Hm. Kennst du Milka, kleine Füße? Ja, lecker. Hm. Das sind Babypfoten. Kann das was sagen?
Hm, was denn? Gut. So, nochmal ganz kurz Linie machen. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier? Alles klar. Ich werf nochmal ordentlich was drauf auf den Grill. Sehr gut. Wir sollten die meisten Sachen eigentlich nicht auf den Grill schmeißen, sondern lieber hier trocknen, ne? In dieses Loch gehen. Ah, oh, Walle, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn die Terrasse noch höher ist. Vielleicht bauen wir lieber ein 2-Etagen-Wohnhaus. Weil, wieso? Im Moment hängen wir ja immer hier unten ab, ne? Das ist ein Problem. Ja, weil hier das Feuer ist, hier ist das Essen, hier ist ja alles. Wir haben oben nichts. Wir verbringen da oben nie Zeit. Wir haben letztes Mal immer da oben Zeit verbracht, weil wir da alles hatten. Du musst ein Walkie-Talkie in die Hand nehmen, Alter. Ach so, ja, scheiße. Ich wollte gerade sagen, wir haben letztes Mal immer da oben Zeit verbracht, weil wir haben hier unten alles, deswegen sind wir hier unten. Das ist der Grund. Oder? Aber guck mal, das alles, was hier steht, können wir auch nach da oben transportieren. Ja, das meine ich ja. Das sollten wir auch unbedingt, weil die greifen ja mal hier unten an, aber wenn wir da oben sind, greifen die vielleicht nicht mehr an. Deswegen meine ich ja wegen der Terrasse. Das ist viel safer. Ja. Safer Sex quasi. Finde ich auch. Also das Feuer sollte überdacht sein, damit es da nicht rein... Oh, was hast du denn gemacht, hä? Hä? Was war das denn? Ich bin gerade auch geflogen. Ich bin irgendwie voll hochgeflogen gerade. So wie ich letztens. Ey, warte mal. Rück dich mal. Oder geh mal in den Flugzeug. Was? Ich habe eine Idee. Jetzt machst du es also auch schon in der Aufnahme. Warte mal, spring mal auf mich drauf. Geht das? Ich glaube, ich bin auf dir drauf. Ich glaube, ich bin auf dir drauf, ja. Ja, das geht. Du bist nicht auf mir drauf. Doch, ich bin auf dir drauf. Du bist auf mir drauf, ne? Warte, lass mich mal gehen. Nee, jetzt bin ich schon nicht. Oh. Ich rutsche von dir runter, weil du so eine ölige Frisur hast, einfach. Du alter, der ölige Mexikaner, schön. Alter. Was ist da los? Okay. The Forest Trump Edition. Du weißt, was ich jetzt mache? Ich save jetzt meinen Charakter. Ja. Ich save jetzt meinen Charakter. Okay. Und dann springe ich in das Loch. Was? Ja. Da greift er an. Der kommt doch eh nicht auf das Ding drauf, oder? Jetzt ist er im Arsch. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Oh. Ich glaube, die kommen hier gar nicht auf das Ding drauf, ne? Ist schön ausgewichen gerade. Huch! Oh. Aua, ich bin gleich tot. Nein! Alter! Du hast wieder runtergeschubst. Ich hab ihn jetzt auch runtergeschubst. Oh nein! Ich bin gleich tot, Mann, bin ich mal. Was? Ja! Oh krass! Du müsstest jetzt aber auch eigentlich fast tot sein. Ich sterbe jetzt an dem Drop. Deswegen mach ich jetzt safe und dann werfe ich mich ins Loch. Mal gucken, was passiert. Okay, aber ich muss den Spielstand dann ja auch noch speichern. Du musst ja wieder zurückkommen eigentlich, oder? Du musst dann deine Sachen wiederholen. Ja. Oh. Normalerweise. Mach ich aber den Spielstand. Speichern mal, mach mal gut Luck. Okay. Scheiße, dieses scheiß Mikrofon die ganze Zeit hier, dieses komische Walkie-Talkie, dann die ganze Zeit vor der Fresse. Hm? Dann springen wir zusammen ins Loch. Ich spring da nicht runter, ich save nicht während der Aufnahme. Ich will nicht, dass die Aufnahme wieder abschmiert. Jetzt da runter. Okay, mach es. Ich guck von oben. Ne? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich riskiere es. Ich guck von oben. Es ist die dämlichste Idee ever. Oh! Ich lebe noch. Nee, ich könnte mich aber retten. Soll ich dich da... Warte. Weißt du, was das Problem ist? Ich rutsche hier runter. Du kommst doch gar nicht mal an dein Zeug, oder? Nee, das stimmt. Deswegen habe ich hier gesaved. Ja, aber hä, was bringt das denn jetzt, wenn du gesaved hast? Ja, dann bin ich doch mein Charakter wieder da oben am Stehen, oder? Ich glaube, das siehst du falsch. Hätte ich nicht eher den Spielstand safen müssen und einfach abbrechen? Kann sein. Das ist eine gute Frage. Ich halte das für eine doofe Idee. So im Nachhinein betrachtet. Oh, du rutschst doch weiter. Wo rutschst du denn hin? Ja. Ich rutsche da runter. Cool, du bist am Grunde der Schlucht. Ich rutsche die ganze Zeit ins Loch. Vielleicht rutscht die Leiche auch einfach ins Loch. Kann natürlich auch sein. Man sieht das nicht so richtig, nur bedingt, wie ich hier rutsche. Das war mal. Aber ich rutsche immer noch. Ja. Ich werde auch noch ins Folgenende rutschen. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, das ist doch nicht so eine clevere Idee, aber ich wollte sie unbedingt mal anbringen. Irgendwer atmet hier noch ganz. Eigentlich fand ich das eine super tolle Sache. Oh, meine Kamera ist hier voll. Entschuldigung. Wer atmet denn hier die ganze Zeit so komisch? Ich bin das. Da würde ich mir mal Sorgen machen, wenn du so atmest, voll Asthmatiker. Ja, mein Charakter ist das, glaube ich. Der atmet hier auf jeden Fall richtig wuppi. Nee, ist so ein eingeborenen Atmen. Ich glaube, der Typ von vorhin, der uns angegriffen hat, der steht noch da unten und rutsche ich eigentlich immer noch da runter? Ich sehe, du bist außerhalb meiner Sichtweite. Ich sehe dich nicht mehr.
glaube, du bewegst dich nicht mehr. Die kommen dem Loch, glaube ich, mehr entgegen. Es wäre cool, wenn der Leiche gar nicht despawnen würde und wir finden irgendwann diesen Mexikaner mit den öligen Haaren am Grunde der Schlucht. Das wäre irgendwie cool. Oh oh. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich alles verloren, was ich hatte, oder was? Ja, ich glaube schon. Der Mega-Gau. Auch die schönen Zähne und so. Ich glaube, ich starte da wieder, wo ich meinen Charakter gesaved habe. Also mit dem Aber doch ohne Sachen. Vielleicht. Aber das wird ja nicht gespeichert, wenn ich da auslogge jetzt. Ja. Frage survived, 9. Oh, da ist wer an mir rum. Huch, echt? Ist ja asozial. Oh, jetzt bist du weg. Ja. Ich bin jetzt, im Flugzeug. Jetzt bist du bei mir weg, okay. Oh, das ist ja voll gut im Flugzeug. Oh, da hinten irgendwo. Aber du hast deine Sachen nicht mehr, ne? Ja, ja, die liegen jetzt da vorne. Aber wenn ich jetzt ausgehe, müsste es eigentlich gespeichert werden. Ob das der Fall ist, liebe Freunde. Ob das wirklich passiert, ob ich alles wieder habe oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Episode. Glaube ich nicht, weil die ist ja noch... Wir nehmen ja erst wieder im Januar auf. Dann werden wir da beide nicht mehr dran denken. Da haben wir es eh wieder vergessen. Genau, so sieht es nämlich aus. Ja. Alter, was für ein fetter, geiler Regenbogen. Guck mal nach oben. Fetter Regenbogen. Regenbogen. Das sieht schon schön aus. Voll geil. Regenbogen sehe ich gerade nicht. Voll geil. Jetzt ist er weg. Wo ist denn dieser Aston Martin? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin, Freunde. Bitte 10. Bis dahin. Ach, da ist er. Jetzt sehe ich den Typen gerade. Warte mal. Achso, du bist ja die ganze Zeit weiter moderieren, wenn ich schließlich die Abmoderation einleite. Ich verstehe. Du hörst mich aber noch, oder? Ich muss ja einmal raus. Du hörst mich ja, aber noch, oder? Ich muss ja halt einmal raus, weil dann mache ich das jetzt hier. Ich gehe mal auf Exit. Ich mache das jetzt mit euch. So. Okay. Na gut. Walle, hörst du mich noch? Lad mich nochmal ein, bitte. Bei Forrest? Ja, lad mich nochmal ein. Ich kann Walle nicht einladen, er flimmert hier die ganze Zeit. Ich will jetzt nicht mehr hören, weil du weiter als Walkie-Talkie mit mir redest. Nur zur Information. Ach so. Zack. So, mal gucken, es klappt. Ich habe eine Weile gerade mal eingeladen. Ja, da seht ihr jetzt auch, wie unsere geile Liga heißt. Forest ESL League, ganz klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Lebt der Charakter noch? Okay, der Walle lockt jetzt wieder ein. Guck jetzt, ob er noch lebt. Ja. Yo! Ah! Hallo! Ach krass, und du hast noch alles? Ja, klar, krass. Das hat funktioniert. Cool. Du musst es also einfach nur mit Alt F4 exiten, ohne zu speichern. Wie hast denn du deine komische... Hä? Ja, die ist voll am Schweben bei dir in der Hand. Hä? Das sieht ja richtig scheiße aus. Was denn? Deine Axt schwebt in der Hand. Achso, das ist meine Schwebeaxt. Die habe ich extra so gemacht. Die hat auch diese... Ah, wenn ich runtergucke, sehe ich die Federn auch. Die sind direkt an meiner Hand. Cool. Sieht schon nice aus. Ja, da unten warst du gerade. Boah, das sieht so komisch aus. Da gehen wir Das ist ja lustig. Da gehen wir bald hin. Gehen wir bald hin, liebe Freunde. Ja. Nein! Oh, Alter, was machst du denn? Ich muss unbedingt was essen. Sonst bin ich echt down. Ja, dann mach es doch. Gerne runter und gönn mir ein Würstchen. Ja, sehr gut. Boah, ich muss gleich auch unbedingt was essen. Puh, also L meine ich. Ich habe gestern schon nichts gegessen, ja, aber... gestern Minecraft Mandy habe ich nichts gegessen und heute habe ich auch noch nichts gegessen. Das nimmt langsam komische Form an. Was machst du denn? Die hat mir das ein bisschen geschadet, habe ich das Gefühl. Oh, war das vielleicht altes Fleisch, was da hängt? Oh, kann sein. Das war jetzt ziemlich, ich sehe jetzt nur noch grau. Jetzt sehe ich wieder Farbe. Schön. Boah, Achso, du warst sowieso schon fast down, ne? Du hast auch keine Medizin mehr, oder? Ich habe noch eine einzige, glaube ich. Ja, eine habe ich noch. Nee, dann nehmt die mal auf. Okay. Wir brauchen dringend Medizin. Vielleicht sollten wir mal zurück zum Flugzeug. Ja, das können wir auch mal machen. Pass auf, aber jetzt machen wir erstmal... Bis Januar machen wir jetzt Aufnahmepause. Das heißt, im Januar sehen wir uns wieder, können gar nichts mehr. Wir sind ja schon längst im Januar. Ja, genau. Für uns ist aber gerade noch der 20. Dezember. Ja. Noch vor Heiligabend. Wir haben alles noch vor uns. Alles noch vor uns. Wir haben mega viel vorproduziert diesmal. Echt. Aber dann der nächsten Aufnahme gibt es wieder eine neue Aufnahme und ich freue mich drauf. Genau. Tschüss. Und dann müssen wir unbedingt Medizin holen, aber wir werden alles vergessen haben. Also schauen wir mal, wie es läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein nochmal. Und ich sage es mal einfach frei raus. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Und Dankeschön, dass ihr so lange schon dabei seid. Vielen Dank. Bin mal gespannt, was dieses Jahr so alles passiert. So. Oh, das kann ich nur zurückgeben. Sehr gut. Und das hat sich toll angehört mit Over and Out. Alles klar. Ja. Und wir sagen einmal Over and Out. Genau. Ciao. Ciao mit V. Tschüss.